Meine lieben Wildlife Park Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt hier auf der Insel. Ne? Wir sind hier stark schwer am Kämpfen. Ne? Ist alles echt sehr fordernd, eine sehr fordernde Kampagne und auch nicht wirklich sonderlich fair, wie ich glaube ich am Ende der letzten Folge mal angesprochen habe, dass das halt irgendwie echt so seine Tücken hat und die Tücken wirklich mit dem wahren Wildlife-Leben nicht wirklich viel zu tun haben. Aber gut, es ist wie es ist. Wir versuchen halt entsprechend jetzt mal hier so alles auf den grünen Posten zu kriegen. Moment, das müssen wir ganz kurz gucken. Wie viel haben wir wieder Erdmännchen? Ja, wir müssen Erdmännchen. So, pass mal auf. Du bist am Abnehmen, Freund, Kollege. Ach, fuck. So, hier, Kollege am Abnehmen. Tschüss. Erde wird mir zu groß. Das ist zwar richtig. Aber. Da ist noch einer. Moment. Yep. So, gut, können wir uns sonst gleich drum kümmern. Wir müssen jetzt weiter hier Savannengras streuen. Ne, denn das hat schon wieder irgendwie alles weggesteppt hier. Ne, das ist schade. Ne, Versteppung stattgefunden. Ne? Und das ist einfach eine richtig scheiße Geschichte hier mit der Versteppung. Ja? Der ewigen Versteppung. So, was? Gnuku? Okay, müssen wir auch sofort wieder verkaufen. Ist schwanger. Ist sie schwanger? Ist sie schwanger? Schwanger, schwanger. Okay, Gnuku ist schwanger. Ganz kurz mal gucken. Welche ist das? Moment. Bist du das? Muss ich dich leider verbimmeln. Ja, ja. Okay. Selbst wenn ich jetzt nicht immer genug Tiere habe. Also, okay. Hier auch noch Savannengras. Savannengras. Es macht viel Spaß mit Savannengras. Ja, das ist halt in dieser Kampagne tatsächlich unser täglich Brot. Savannengras in der Not. Nimmt der Teufel Savannengras. So, das war jetzt eine neue Geschichte, die ihr von mir gehört habt und geschnallt, hätte sie nicht besser erzählen können. So, Moment. Wie viel haben wir? Erdmännchen 22, das heißt, zwei kann ich verkaufen. Zim. Eins. Zwei. Okay, geht's weiter mit Savannengras. Savannengras. So, Tiere. Also Pflanzen sind hier wieder auf 100%. Das finde ich gut. Jetzt müssen wir noch ein paar abnehmende Tiere klar machen. Das ist nicht gut. Ne? Das heißt wohl schon gut, aber wir sind immer so ein paar Prozentpunkte drunter. Ne? Und das ist schon echt richtig scheiße. Ne? Ja, du willst Blätter fressen? Ich kann aber aktuell. Wobei es mir gerade mal frische Blätter haben. Pass mal auf, dem machen wir nochmal ein bisschen erdreich. Und hauen wir nochmal ein paar von diesen. Welche waren das? Niedrige Fenzelte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dass sie zumindest. Ne, scheint ja aktuell nicht ganz wirklich so heiß zu sein. Vielleicht kriegen sie es hin. Wir brauchen immer noch. Wir kämpfen immer die letzten 3-4 Prozentpunkte. Das Ding ist hier wieder abgehauen. Super, danke, ne? Dass du mein Gefängnis, ne? Dass du Alcatraz verlassen hast, ne? Das spricht für eine gewisse Cleverness, du auch, aber das ist. Das ist einfach scheiße. Ja, wahrscheinlich sind die hier rausgeschwommen und dann. Oder gibt es wahrscheinlich bestimmt noch irgendwo Löcher, ne? Ist ja ein Gefängnis, ist nie ganz hundertprozentig sicher, ne? Aber was soll ich machen, Freunde? Was soll ich machen? So, ist denn hier irgendwie nur einer am Abnehmen? Tiere. Ja, das Problem ist, die werden mir nicht angezeigt. Doch hier. Elefantenbulle, was ist mit dir? Ich verhungere. Wie viele Elefanten haben wir? Ganz kurz mal gucken. 10 Elefanten, wir haben 13. Ey, so leid es mir tut, Kollege. Kann ich jetzt mir gerade gar nicht geben. So, du willst, ich verhungere. Okay. So, haben wir jetzt noch genug Elefanten? Ey. So, Elefanten, 10. Okay, wir könnten sogar theoretisch noch einen verkaufen. Gut, so, 98,4 hatten wir aber schon mal. So, du bist auch wieder einer von den Ausgebrochenen hier ab nach Alcatraz, zurück nach Alcatraz, ne? Auf die Gefängnisinsel, ist ja tatsächlich eine Gefängnisinsel gewesen, ne? So. Hier noch irgendwer am Abmemmen, Freunde.
Sehe ich irgendwas noch? Das ist alles wieder, ne? Okay. Erdmännchen. Was mit dir, Kollege? Wie viele Erdmännchen haben wir? Okay. Mehr Artgenossen. Mehr Artgenossen. Hier, hast du Artgenossen, Kollege. Okay. Sonst noch wer? Ohne Fahrschein? Wo waren sie? Wo waren sie? Wo waren sie? Waren sie hier? Ja, hier waren sie. Zum 99. Wir brauchen noch 0,8%, dann haben wir die Kampagne durch. Ob das klappt, Freunde, ich weiß es ja nicht. Achten wir schon wieder runter. Ja, das ist echt, das ist leider echt richtig. Moment, nein, Moment. Ah! Was ist mit dir? Der Boden ist mir zu weich. Das ist Savannengras, oder? Du willst das Savannengras, oder? Mir geht's prima, ja, ey. Das kommt nochmal 0,8%. Gnuku, okay, das heißt, die muss ich sofort wieder verbimmeln. Tschüss, oder hatten wir. Ganz kurz gucken. Ja, Tiere haben wir genug. Aber sind wieder runtergegangen von den Wertungen. Ja. Aha. Ja. Jetzt brauchen wir 0,7%, Freunde. Wir brauchen 0,7%. Wer hat jetzt hier noch ein Problem? Erdmännchen. Zim. Zam. Hier ist noch eins. Mehr Artgenossen. Ja, das verstehe ich nicht. Dann gehst du zu Artgenossen. Sag mal, habt ihr keine Instinkte oder was? Irgendwie, das ist ja unglaublich. Mhm. Noch ein Erdmännchen. Ja, du bist aber jetzt wieder gut drauf, oder? Ich würde mich gern paaren. Ja, pass mal auf, gehst du hier hin, kannst dich paaren, Kollege. Ganz einfache Geschichte. Ja, das Problem ist Flusspferd. Was ist mit dir? Wie viele Flusspferde haben wir? Flusspferd, Nilpferde, 50. Ich kann dich nicht verkaufen, bin erschöpft. Okay, pass mal auf. Flusspferde, ihr wart. Wo waren die Flusspferde? Moment, ich glaube, die waren hier hinten irgendwo. Da, bitte sehr. Hier. Okay. Schaff möchte mich ausruhen. Geht das Schwimmen gehen? Okay. 0,3%, Freunde. Wir brauchen noch 0,3%. Was ist mit dir? Der Boden ist mir zu weich. Freunde, ihr wollt mich echt verarschen. Wir brauchen noch 0,3%, ne? Und wer nimmt jetzt hier noch ab? Gerne schwimmen gehen. Ja, du gehst doch gerade schwimmen, oder nicht? 9,9. Wir haben es geschafft. Jetzt, Alter, wir haben jetzt die 100%, jetzt sind die Pflanzen. Das, ohne Scheiß, das darf doch nicht wahr sein. Ne, Scheiß, die müssen wir leider verbimmeln. Wumm, wumm. Vielleicht reicht das ja noch mit den 100%, wir sind schon wieder runter. Ja, das ist das, was ich mit den 100% meine. Das ist albern. Das ist, tut mir leid, das ist einfach komplett weg albern. Was ist dein Problem? Der Boden ist mir zu weich. Alter, gehst du da hin, wo der Boden nicht weich ist? Mann, ey. Mir geht's prima. Ja, super. Komm, jetzt gib mir doch die verkackten 0,2% noch. Das darf doch nicht wahr sein. Mir geht's prima. Es fehlen noch 0,2%. Der Boden ist mir zu weich. Ha. Ja, Freunde. Freunde, tut mir leid. Der Boden ist mir zu weich. Gehst du dahin, da ist hart. Zim, da ist hart. So, wir können ja hier mal nochmal Savannengras hinballern. Allerdings ist das nicht denn für die Flusspferde ein bisschen scheiße. 99,5%. Wer hat jetzt noch ein Problem? Mir geht's prima, super. So, Gnuku-Nachwuchs. Okay, müssen wir sofort verbimmeln. Wo ist sie? Hä? Wir haben, habt ihr gesehen? Ich habe gerade drauf geguckt, waren beide Male 100%. Und jetzt ist so wieder einer am Abnehmen. Das darf, also tut mir leid, das ist so ein Quatsch hier, ne?
Der Boden ist mir zu weich. Hier gehst du dahin, ist er hart. Mann, Mann, Mann. Ich hab's mit dem Augenwinkel gesehen. Wir hatten beide Male 100% und er hat das nicht gewertet. Das ist. Wow! Wir haben es tatsächlich geschafft, alle Tiere anzusiedeln. Vielleicht sollten wir jetzt damit beginnen, unser Buch zu schreiben. Aber zuvor habe ich noch ein Geschenk für dich. Ich habe meine Beziehungen spielen lassen und dir einige seltene Tiere besorgt. Möchtest du zum Heimpark nächste Mission starten? Liebe Leute, wir haben es echt gepackt. Vielen Dank, Insel. War schön hier. Nächste Mission starten. Oh mein Gott. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dich in ein wohlbehütetes Geheimnis einzuweihen. Okay. Besser, du setzt dich erstmal hin. Ah, du sitzt ja bereits. Ja, ja. Die SPC, also deine Mutterorganisation, ist in Wirklichkeit gar keine Tierschutzorganisation. Jedenfalls keine gemeinnützige, wie immer behauptet wird. Du weißt, wir haben dich jetzt lange Zeit rund um den Globus geschickt, dir schwierige Aufgaben anvertraut. Du hast sie alle grandios gemeistert. Okay, das kommt jetzt irgendwie Verschwörungstheorie oder so? Ich weiß nicht, was ist schlimm. Wir haben bereits sehr viele engagierte Biologen und Wirtschaftsexperten solchen Prüfungen wie bei dir unterzogen. Aber du warst tatsächlich der Erste, der sie alle meistern konnte. Deswegen haben wir beschlossen, dir unsere wahren Ziele zu enthüllen. Die SBC ist in Wahrheit ein Teil des chinesischen Raumfahrtprogramms. Unser wahres Ziel ist seit jeher die Realisierung des geheimen Projekts Tiantang. Raumfahrtprogramm. So mein Ricky, hast du irgendwie zu viel geraucht oder was? Das ist ja unglaublich. Tiantang bedeutet so viel wie Paradies. Und genau darum geht es auch. Wir sind davon überzeugt, dass es letztlich nur möglich ist, Menschen auf anderen Planeten anzusiedeln, wenn wir auch die Tier- und Pflanzenwelt als Grundlage für eine lebenswerte Umgebung mitführen. Wir möchten beweisen, dass Menschen in ihnen fremd erscheinenden Welten große Lebensenergie aus der bekannten Tier- und Pflanzenwelt schöpfen können. Ja, lass mich rein. Jetzt soll ich den Mond oder den Mars besiedeln, aber ich hab da wohl. Freunde, ihr sollt nicht so viel von der Kuhscheiße rauchen, ihr solltet besser. Das ist. Wir haben dich auserwählt, die Mission Tiantang eigenverantwortlich zu leiten. Ein paar Kilometer entfernt liegt in karger Umgebung eine sich selbst versorgende Stadt, die die Regierung in kürzester Zeit erbaut hat. Und für genau diese Stadt sollst du nun einen großen Wildlife-Park errichten, in dem die Stadtbewohner Erholung finden und neue Kraft schöpfen. Freunde, ihr habt ganz schön ein Loch im Kopf, ohne Scheiß. Die Bewohner des Projekts Tiantang werden deinen Park besuchen und dafür auch Eintritt bezahlen. Aber die Projektleitung hat sehr strenge Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit des Parks gemacht. Du musst diese einhalten, sonst gilt die Mission als gescheitert. Das kann ich mir jetzt schon wieder denken, was da für fiese Tricks auf uns warten, okay? Ziel der gesamten Mission ist es, letztlich alle Tierarten erfolgreich anzusiedeln und sowohl Tiere, Pflanzen als auch Besucher des Parks wunschlos glücklich zu machen. Ich darf dir leider nicht helfen, aber ich wünsche dir viel Glück. Näheres findest du wie immer im Auftragsmenü. Mhm. Das war's, Freunde. Jetzt mal ganz kurz gucken. Okay, Tiere müssen 90% zufrieden sein. Pflanzen 90% besonnen. Okay, 90. Na, das wird wahrscheinlich schwer genug. Ich mach mal ganz kurz Pause. Das wird wahrscheinlich schwer genug sein, aber 90 ist auf jeden Fall, ne? Nicht 100, ne? Das ist, okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Besitzt mindestens 10.000 in bar. Wir haben 7.500, ne? Haben wir fast schon geschafft. Nimm mindestens 1.500 pro Monat ein. Erreiche Part-Aktivität Level 2, das sollte zu machen sein. Wir müssen sowieso höher, weil sonst kriegen wir die Kohle gar nicht rein. 90%, 90%, 90%. Halte 15 Gnus, 8 Zebras, 15 Bisons, 8 Gazelle, 8 Erdmännchen. Na gut, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier das Gelände an, Freunde. Beziehungsweise wir gehen vom Eingang irgendwie los. Hier, da, okay, da ist der Eingang. Gehen wir einmal hier rum. Oh Gott. Voll das Gestein-Ding ist da, Bumster. Ja, erinnert auch schon ein bisschen am Mond. Oh Gott, wo? Ja, das ist das Problem, man kann nicht höher scrollen. Und ich denke mal, das ist. Die Felsen zäunen das zumindest. Teilweise ein. Hier komme ich gar nicht weiter. Okay, hier ist zwar freie Fläche. Gut, wir müssen entsprechend Gehege ziehen. Ich darf hier alles bauen. Ja. Ja, okay. Gut. Das gucken wir uns dann auf jeden Fall an. Ja.
Liebe Leute, das ist, glaube ich, die letzte Mission, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn wir die Mission erfolgreich gemeistert haben, dann haben wir sie alle. Und es war ja auch sich gewünscht worden, dass wir irgendwann mal unseren eigenen Wildlife Park gründen, bauen, machen, wie auch immer. Das werden wir danach auch dann auf jeden Fall angehen. Aber jetzt müssen wir hier erstmal die letzte Mission meistern. Ich bin, ohne Scheiß, ich muss nochmal zurückkommen auf die letzte Mission, auf die Insel. Liebe Leute, da muss ich jetzt einfach ein paar Sachen von der Seele quatschen. Das war halt echt okay. Sagen wir es mal so, es war teilweise wirklich, wirklich äußerst unfair. Ihr habt das mitgekriegt, ne? Ich habe teilweise echt gedacht, wo zum Geier sind die Pflanzen jetzt so scheiße drauf? Bin meine gesamte Insel abgefahren und das war halt entsprechend, ne? Da waren alle Pflanzen glücklich und bis ich dann irgendwann geguckt habe, ne? Dass die Inseln, um die es hier geht, die am Abmemmen waren, gar nicht auf meiner Insel waren. Und tut mir leid, das ist, gut, ich habe es durch Sansara damals den Tipp gekriegt, dass man da halt entsprechend die Sachen verkaufen kann, wie das geht. Aber das ist eine Sache, die finde ich nicht nur scheiße, die finde ich unfair. Richtig unfair. Und unfair ist für mich auch gleich scheiße. Gut, trotz allem war das eine schöne Mission, hat mir auch Spaß gemacht. Wir mussten hinterher noch diese Einzäunungsgeschichten klar machen. Wir haben jetzt die Dinger halt mit den Kratzdingern eingezäunt und das hat halt mehr oder weniger auch geholfen. Ja, diese 100% Geschichten weiß ich nicht. Da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hier sind jetzt 90%. Wir gucken nochmal ganz kurz drauf. Ja, 90. Das ist schon okay. Ne? Sagen wir es mal so. Das ist schon okay. Also 90%, ne? Wir wissen, es gibt einige Sachen, ne, die halt krass sind, wo auch 90% schon krass sein können, aber wir gucken dann einfach mal. Gut, ansonsten hat mir die Insel echt gut gefallen. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, sehr, sehr viele Folgen dafür aufnehmen müssen. Sansara, dir auch nochmal vielen, vielen Dank für deine Tipps. Das hat auf jeden Fall, hat's gebracht, ne? Hat mich rausgerettet, ne? Weil sonst hätte ich die Kampagne irgendwann abgebrochen. Was wir jetzt mit dieser Kampagne machen, weiß ich nicht. Ich schau mal, wie schwer die ist, weil die heißt ja, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, wir machen sie einfach mal, ne? Und ja, soweit ich weiß, ist das dann auch die letzte, ne? Gesamte Mission, letztendlich eine ganze Siedlung, Pflanzenbesucher, ich darf dir nicht helfen. Okay. Ja, aber ich meine, prinzipiell jetzt erstmal wissen nicht, was da noch für Unfairness, für Unfairheiten auf uns zukommen. Das eruieren wir dann, ne? Und gucken wir mal. Bisons, Gazellen, Erdmännchen und so weiter. Gut. Meine lieben Leute, dann sage ich jetzt erstmal, wir haben das geschafft. Insel ist fertig. Ne? Insel ist geschafft. Ich sage vielen Dank für euer treues Begleiten. Es war ja doch teilweise echt zähflüssig durch diverse Sachen, die ich eben auch schon teilweise angesprochen hatte. Aber wir haben es gepackt. Wir sind fertig, wir sind raus aus der Insel. Und jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste das die letzte Kampagne sein. Die werden wir angehen und danach gucken wir mal, was wir da mit eigenem Park irgendwie aufbauen. Ne? Liebe Leute, in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer nicht mehr Inselbewohner, sondern jetzt wieder normaler Wildlife Park Typ 45. Liebe Leute, ciao, ciao.